Seit vielen Jahren schon zeigen sich die Stadtwerke Kapfenberg kunstaffin. Zweimal im Jahr stellen in den Räumlichkeiten des Hauptgebäudes in der Wiener Straße heimische Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Das stimmt schon, wir machen seit 2003 Vernissagen. Wir haben heute überhaupt ein Jubiläum, nämlich die 20. Vernissage. Und es freut mich ganz besonders, dass ein besonderer Künstler, nämlich Karl Kamper, der selbst aus Kapfenberg ist, bei uns ausstellt. In der Laudatio wird Karl Kamper als echtes Böhlerkind bezeichnet. Der ehemalige Arbeitsplatz war auch der Ort der Initialzündung zum Künstlerdasein. Ich war im ersten Jahr in der Lehrerstätte bei Böhler und dann hat es mal geheißen, es ist eine Ausstellung von Franz Peter Hofbauer und das war sehr bewegend eigentlich. Ja. Stifte und Linien sind seitdem seine Leidenschaft. Kamper erweitert seine Zeichnungen zu Short Stories und wird somit zum teils surrealen Geschichtenerzähler. Ich will so Geschichten machen, die was eher einen, so etwas wie ein Traum sind. Also wo Brüche sind in der Geschichte drinnen und das kommt, glaube ich, bei so Kurzgeschichten am ehesten näher. Seit 4 Jahren zeichnet er ausschließlich in Walnussbraun. Ab und an findet sich trotzdem ein wenig Farbe in seinen Arbeiten. Das ist praktisch eine verdünnte Acrylfarbe. Ich mache zuerst eine Schicht, zeichne praktisch mit Walnussbraun die ganze Zeichnung fertig und mache sie dann wieder kaputt. Mache praktisch Wasser und Acrylfarbe drüber und zeichne dann die Figuren im Vordergrund nochmal nach, damit eine Tiefenwirkung entsteht. Selten haben kaputte Bilder so gut ausgesehen.